Um diese Ableitung zu berechnen, erweist es sich als einfacher, im Zähler zu verteilen. X² mal x², das macht x hoch 4, und x² mal minus 3 macht minus 3x². So. Warum? Weil, um diese Ableitung zu berechnen, werden wir selbstverständlich die Quotientformel einsetzen, aber würde man hier nicht verteilen, dann wäre diese Formel zu verknüpfen mit der Produktformel, denn f ist ja so ein Produkt. So ist einfacher. F auf g', das ergibt f' mal g minus f mal g' auf g im Quadrat. Diese Klammer hoch 2 im Quadrat genommen, ergibt diese Klammer hoch 4. Hier, diese Ableitung, ergibt selbstverständlich 4x hoch 3 minus 6x. Und zu dieser Ableitung nutzen wir die Formel f hoch m'. Achten aber sehr darauf, dieses mal f' hintendran nicht zu vergessen. Wenden wir also die Formel hier an, so ergibt das f hoch m' macht m mal f hoch m minus 1 mal dieses f' und die Ableitung von x² minus 1, das macht 2x. In dieser Rechnung ist kein Prim mehr drin, also versuchen wir so schnell wie möglich zu faktorisieren. Aus dieser ersten Klammer hier können wir 2x rausholen, das heißt, wir können 2x ausklammern. Das macht auch Sinn, denn im zweiten Term von dieser Differenz sehen wir auch den Faktor 2x. Also machen wir das. Hier klammern wir 2x aus, ist gemacht. Und jetzt sehen wir schön, dass dieser Faktor 2x im ersten, aber auch im zweiten Term dieser Differenz vorkommt. Diese Klammer x² minus 1 kommt im zweiten Term vor, aber im ersten Term auch, hier zweimal. Also können wir insgesamt 2x mal diese Klammer ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann, 2x ist raus, diese Klammer wird abgeschrieben, einer dieser beiden Faktoren ist draußen, also bleibt der andere drin, dann dieses Minus, diese 2 mal diese Klammer und der Rest ist ja raus. Hier zwischen Klammern können wir nichts mehr faktorisieren, also werden wir das Ganze verteilen und zwar 2x² mal x², das macht 2x hoch 4, 2x² mal minus 1 ist minus 2x², minus 3 mal x² ist minus 3x² und minus 3 mal minus 1 ergibt plus 3. Hier verteilen wir noch diese Zahl minus 2, minus 2 mal x hoch 4, das macht minus 2x hoch 4 und minus 2 mal minus 3x², das macht plus 6x². Zwischen Klammern hier sehen wir diesen Term 2x hoch 4, der da subtrahiert wird. Also sind die beiden weg. Was bleibt dann noch? 6x² minus 2x² minus 3x², also 1x² plus 3. Diese Klammer hier ergibt also x² plus 3. Somit ist diese Ableitung berechnet und faktorisiert. Also, fertig.